Willkommen zurück. Ja, genau, und wenn man alle Filmrollen gesammelt hat, erhält man 100.000 Respektpunkte und 100.000 Dollar. Und das ist aber nicht alles, man erhält für jede Filmrolle, die man sammelt, erhält man 1.000 Respektpunkte. Also kann man sagen, für die Filmrollen, für alle 100, erhält man insgesamt 200.000 Respektpunkte und 100.000 Dollar. Und ja, die 100.000 Dollar sind natürlich nice, aber was noch viel wichtiger ist, sind die Respektpunkte, vor allem am Anfang, denn damit kann man seine Fähigkeiten upgraden. Und auch das Erpressen von Geschäftsleuten fällt einiges leichter. Ja, und damit herzlich willkommen zu dieser Bonusfolge. Ich habe ja irgendwann im Let's Play das ja mal erwähnt, dass ich euch noch eine Auflistung machen werde, wo ihr alle Filmrollen findet und so. Und yes, here we go, hier ist sie. Ich werde allerdings nicht nur das euch zeigen, sondern auch betreffend die Saves. Boom. Ja, weil auch bei den Saves ist es so, dass man nicht natürlich nur die 100.000 Respektpunkte bekommt, wenn man alle 100 Saves geknackt hat und 100.000 Dollar, sondern nein, man bekommt auch pro Save immer noch Geld, wenn man einen Save knackt. Ich meine, das versteht sich von selbst. Und man bekommt auch pro Save noch 1.000 Respektpunkte, also hier auch wieder total 200.000 Respektpunkte. Und vom Geld her würde ich jetzt mal sagen, durchschnittlich, ja, also plus minus 100.000 Dollar mehr, also insgesamt 200.000 Dollar. Also auch das lohnt sich. Und ich werde euch auch zeigen, ja, nicht wie ihr die Saves findet, weil ich finde das ein bisschen doof, eine Karte zu machen, wo die Saves drauf sind, weil das ist ja schon in-game eigentlich vorhanden. Aber ich werde euch sagen, wie ihr am besten vorgeht, wenn ihr alle Saves knacken wollt. Ja, und für alle, die jetzt die Filmrollen suchen, bitte ich euch einen ganz kleinen Moment euch noch zu gedulden. Ich werde noch ganz kurz sagen, für alle, die die Saves suchen, wie ihr vorgehen müsst, damit ihr die 100 Saves möglichst failfrei, ja, das ist ein tolles Wort, findet. Und zwar benutzt keine Karte, sondern macht einfach Folgendes. Geht ins Menü. Und dort seht ihr ja bei der Toms Bericht, bei der Karte, könnt ihr ja rechts oben auswählen, welche Familie. Und dann habt ihr die Tartaglias, die Strakis, die Kunios und die Basinis. Und dann seht ihr alle Geschäfte, Lagerhäuser, Drehscheiben und Anwesen aufgelistet. Und ihr könnt eigentlich davon ausgehen, dass sich in allen Geschäften, Lagerhäusern, Drehscheiben und Anwesen Saves befinden. Weil es gibt 84 Geschäfte. 8 Lagerhäuser, 4 Drehscheiben und 4 Anwesen. Also das heißt 4 Anwesen plus 4 Drehscheiben 8 plus 8 Lagerhäuser 16 plus die 84 Geschäfte 100. Könnt ihr mal grundsätzlich davon ausgehen. Jetzt ist es so, dass 7 Geschäfte keinen Safe haben. Dafür haben aber die 7 Arztpraxen je einen Safe. Und ich werde euch nachfolgend zeigen, welche Geschäfte jeweils auf der Karte keinen Safe haben und wo sich die Arztpraxen befinden. Und ihr müsst jetzt einfach Folgendes tun: Wenn ihr ein Geschäft übernehmt, dann sprengt ihr auch gleich den Safe und so habt ihr immer schön die Kontrolle. Falls ihr jetzt bei einem Anwesen oder auch sonst wo irgendwo mal den Safe vergessen solltet oder was auch immer passiert, dann notiert euch bitte den Safe, damit ihr mit eurer Statistik nicht durcheinander kommt. Das ist eigentlich mein Tipp für euch. Und jetzt werde ich einen kurzen Rundgang machen durch die Karte, wo ich euch eben sagen werde, wo die Geschäfte ohne Saves und wo die Arztpraxen sind. Für alle, die die Filmrollen suchen, ist das schon mal ein kleiner Überblick, wie es dann nachher mit der Filmrollenschau, wie das vor sich geht. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, und ihr seht bei der Markierung das einzige Geschäft der Strakis in ganz New York, das keinen Safe hat, nämlich Grand News. Und ein wenig östlich davon befinden sich die beiden Arztpraxen, die hingegen dann wieder Safes haben. Der orange Punkt bei der Filmrolle 13 markiert übrigens den ersten Boxkampf, Fight Club. Und ja, der wäre dort im Geschäft der Corleones.
Auch in Brooklyn gibt es wieder einen Fight Club, also wo ein Boxkampf stattfindet. Und zwar befindet er sich in dem Geschäft Pitkin Garments, das ist durch den orangen Punkt markiert und das ist auch zugleich das Geschäft, das keinen Safe hat. Hier seht ihr wieder die Arztpraxis in Brooklyn markiert. Ja, und hier wäre das Geschäft eben vorhin bereits erwähnt. Pitkin Garments heißt's, eins von insgesamt vier Geschäften der Tatalias, die keinen Safe haben. Dieses hier ist das in Brooklyn, Pitkin Garments, keinen Safe, aber eben dafür einen Boxer im Hinterzimmer. Von den 19 Filmrollen in Hell's Kitchen findet man 11 im Norden, 4 im Südosten und 3 im Südwesten und eine ganz exponiert im Tunnel nach New Jersey. Ja, und hier markiert die beiden Geschäfte der Tatalias wieder, also die nächsten beiden von den insgesamt vier, die keinen Safe haben, und zwar zum einen Marinelli's Fish Shop und zum anderen The Roost. The Roost ist übrigens die Mission, ist übrigens das Geschäft, wo man die Mission hat mit dem Pauli, wo man das Geschäft in die Luft sprengen muss. Und in Marinelli's Fish Shop, Achtung im Hinterzimmer, richtet ein Tatalia einen irgendjemanden hin. Also wenn ihr da reinkommt, seid darauf vorbereitet. Dann die beiden Arztpraxen seht ihr auch wieder markiert. In Midtown befindet sich der Boxkampf in Corcoran's Perch, einem Geschäft der Corleones im Süden von Midtown. Und die Arztpraxis seht ihr hier, etwa im Osten von Midtown. Ja, und im Zentrum von Midtown gibt es zwei Geschäfte, die keinen Safe haben. Und zwar zum einen das letzte Tatalia-Geschäft, Tito Morellis. Und das ist dort, wo man die Mission macht, wo man den Bruno Tatalia in den Ofen werfen muss. Und noch das Kleidergeschäft der Basinis, The Mookies. Und das letzte Geschäft, das keinen Safe hat, ist Lou's Restaurant von den Basinis und das Campania aus der Solozzo-Mission. Ja, und in New Jersey befindet sich die Arztpraxis hier und der Boxkampf befindet sich im Keller des Strachey Hotels. Ich glaube Highway Hotel oder so hieß es. Damit wären wir eigentlich durch mit den Saves. Jetzt geht's weiter mit den Filmrollen. Aber ich zeige euch natürlich noch kurz die letzten beiden Bereiche, nämlich Little Italy Highways und dann auch natürlich noch Little Italy Industrial. Aber dort gibt es weder Arztpraxen noch Saves. Beziehungsweise doch, es gibt einen Safe und zwar im Cuneo Lagerhaus. So, jetzt aber endlich zu den Filmrollen. Und zwar, ja, werde ich jetzt das nicht mehr immer wieder einblenden, in welchem Stadtteil wir uns befinden. Ich glaube, das werdet ihr dann schon merken. Hier habe ich noch eine kleine Übersicht gemacht, falls ihr Filmrollen nach Stadtteil sucht, in welcher Reihenfolge, also welche Filmrollennummern ihr in welchem Stadtteil findet. Weil ich habe meine Reihenfolge so genommen von der Nummerierung, wie ich sie gesammelt habe und nicht nach Stadtteil. Ja, und die erste Filmrolle gibt es im Norden von Little Italy. Und ja, am besten macht ihr jetzt hier einen Stopp. Und jetzt seht ihr hier schön,
Ja, jetzt bin ich wahrscheinlich zu kurz am Machen, wie es bei der zweiten Filmrolle. Ich sehe jetzt das Bild 3D, wo die Filmrolle sich befindet, und unten rechts seht ihr schön die Minimap, und anhand der Minimap könnt ihr euch orientieren. Also ihr seht jetzt eben hier das Bild Norditalien, die Nummer 3, und eben hier die Filmrolle, wie es aussieht dort, und auf der Minimap, wo sich das in etwa befindet. Und ich glaube, anhand dieser drei Informationen, also eben hier die Karte, die Nummer 4, und dann, wie es dort aussieht, hinter dem Zeitungsstand, die Filmrolle Nummer 4 und unten rechts natürlich die Minimap. Jetzt war ich schon wieder zu langsam, beziehungsweise der Ablauf zu schnell. Eben hier wieder das Bild, unten rechts die Minimap. Aha, es ist Richtung Norden. Habt ihr drei Anhaltspunkte, und ich glaube, so solltet ihr die Filmrollen einfach finden. Die Filmrollen sind eigentlich relativ einfach zu sammeln. Es gibt ein paar Filmrollen, die sich in Lagerhäusern befinden, beziehungsweise eines in einem Anwesen. Also das eine befindet sich im Basini-Anwesen. Das ist relativ schwierig zu holen, vor allem am Anfang. Und dann gibt es in zwei Straki-Lagerhäusern gibt es noch Filmrollen. Das eine in New Jersey ist einfach zu holen. Das andere, da müsst ihr schon fast ins Lagerhaus rein, und da befindet es sich ganz im äußersten Nordosten in einem seltsamen Gebäude, das nur durch Fenster zugänglich ist. Also der Architekt hat da absolut versagt. Auf jeden Fall kommt das ganz am Schluss. Und dann gibt es eben auch noch in Brooklyn eines, das bei der Drehscheibe ist, bei den Tartaglias, auch relativ einfach. Dann beim Anwesen bei den Tartaglias, sorry, auf dem Weg zum Anwesen gibt es auch noch eins. Und dann gibt es auch noch zwei im Lagerhaus der Basinis in Brooklyn. Und da ist es von Vorteil, wenn man die Xbox-Version hat oder die PS3-Version, weil dort kann man während der einen Bonusmission, die man dort hat, kann man die beiden Filmrollen dort während der Bonusmission einsammeln. Und wenn man halt auf PS2 oder auf PC spielt wie ich, dann muss man das Lagerhaus, ja, man muss es eigentlich nicht übernehmen, aber es würde schon Sinn machen, weil man kommt ja eigentlich schon ziemlich weit. So, jetzt habe ich euch genug unterhalten. Ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß mit dieser Präsentation. Ja, ich werde eigentlich jetzt still bleiben, und am Schluss werde ich mich einfach noch verabschieden. Bis bald und tschüss. Ah ja, noch kurz. Hier habe ich eben die eigentlich Highway, also im Tunnel, die eine Filmrolle habe ich schon geholt. Und hier musste ich nach Brooklyn wegen eines Mordauftrags, jetzt richtig grammatikalisch ausgedrückt, und da habe ich hinter dem Club in Brooklyn habe ich die Filmrolle auch schon genommen. Kleiner Abstecher nach Brooklyn. Daneben jetzt hier bei dem Lagerhaus, dem Verona Warehouse, die Nummer 18 und die Nummer 19. Ja, und ich glaube, ich werde euch jetzt noch ein bisschen was erzählen, jeweils zu den einzelnen Filmrollen, weil ja nur so Bilderschau, das ist auch nicht so spannend. Vielleicht gibt es ja den einen oder die anderen, die eine oder den anderen, die das cool finden, wenn ich da noch dazu was erzähle. Eben jetzt sind wir bereits schon in Brooklyn, ja. Und eben hier eigentlich ziemlich einfach, oder? Die Filmrollen, meistens sind sie in irgendwelchen Gassen, neben Geschäften irgendwie versteckt. Und es gibt ja eine, die werde ich dann noch speziell darauf hinweisen. Also die 22 kann man sehr gut bei der Mission holen, wo man zum Clemenza muss. Das ist übrigens das Haus von Clemenza. Und hier eben beim Versteck von Pauli, also in dieser Mission mit dem Pauli, kann man eigentlich recht viele Filmrollen aufs Mal holen. Eben hier die 23 direkt hinter dem Versteck und die 24 außerhalb des Verstecks in der Ecke. Ja, genau. Und ja, nachher kommt man eigentlich zu dem Ort, und eben ja, eben die Nummer 25, genau Nummer 26, die kann man noch nicht holen während der Mission, weil man da ja verfolgt wird. Aber dann die Nummer 27, die könnte man eigentlich gut holen, wenn man den Pauli liquidiert an dieser Stelle. Aber das habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht so gemacht, weil ich habe mich auf den Pauli konzentriert. Eben hier haben wir sie, die Nummer 27. Ja, genau, und ja, jetzt zwischendurch mal noch was anderes. Eben, ich kam eigentlich auf die Idee, dieses Projekt, also diese Folge jetzt hier zu machen, diese Bonusfolge,
Weil eigentlich wollte ich ja mit der Pate 2 eigentlich loslegen, nur ich hatte da ein Problem mit der Registrierung, habe dabei EA Games angerufen, gesagt, mir fehlt da die Anleitung, ich habe das Originalspiel, Original, CD und so, aber die haben da irgendwie, ja, also war ich, muss ich ehrlich sagen, fand ich, ja, sehr lausig. Also muss ich sagen, bin ich sehr, sehr enttäuscht. EA Games, eigentlich sehr coole Firma, bringt sehr coole Spiele raus und so, habe ich eigentlich immer sehr viel von dieser Firma gehalten. Aber was den Kundendienst, Kundenservice da anbelangt, also allein schon, wenn man anruft, also wenn da die Leute Tonbänder, und das ist wirklich so schlechte Qualität von den Tonbändern und unterschiedliche Stimmen, unterschiedliche und dann auch Hintergrundmusik, also das war wirklich schrecklich. Und dann der Herr, mit dem ich dann gesprochen habe, es war, ja, er hat sich Mühe gegeben, er war auch sehr freundlich, aber er hat nicht gerade sehr motiviert auf mich gewirkt. Also da war ich schon wirklich sehr enttäuscht und ich habe dann schlussendlich gesagt, okay, ich habe kein Problem, ich kaufe mir das Spiel einfach nochmals und habe mir das Spiel jetzt einfach nochmal bestellt. So einfach ist das. Gut. Ja, genau, ich wollte eigentlich mit der Part 2 loslegen, nur eben wegen der Registrierung muss ich jetzt noch warten, bis ich das Spiel bekomme. Und da habe ich gedacht, komm, eigentlich könntest du bei der Pate, habe ich ein paar Dinge noch versprochen. Eben einerseits diese Darstellung hier mit den Filmrollen. Wir sind mittlerweile bei Filmrolle 37 angelangt. Und natürlich auch mit den Saves. Eben bei den Saves, also mit den Filmrollen hatte ich eigentlich keine Probleme, die zu finden. Aber bei den Saves hatte ich wirklich, ihr habt es ja gemerkt, Jagd nach den verlorenen Saves hatte ich sehr viel Mühe und eben ich habe deshalb auch euch am Anfang eigentlich das Vorgehen beschrieben, wie ich persönlich finde, wie es am einfachsten ist, die Saves zu knacken, eben für alle, die da auf 100% kommen wollen und eben die Vorteile, die das Safe-Knacken mit sich bringt, ja, abholen möchten. Genau, und diese Folge beschäftigt sich mit den Saves und den Filmrollen und ich habe mir, ja, ich habe es zwar nicht so gut erwähnt, glaube ich, aber wegen den Boxern, die Locations, wo sich die Boxer befinden, habe ich ja hier auch noch eingebaut, eigentlich durch orange Punkte. Man hat gerade eben einen gesehen und jetzt sieht man noch wieder einen. Den habe ich nämlich vergessen zu erwähnen. Das ist nämlich der im Stromboli Supplies, da Stromboli Campania, der Wal aus Pinocchio. Aber auch das gleichnamige Geschäft der Corleones in Hell's Kitchen. Dort befindet sich auf dem Dach ein Boxer und eben den, also wenn ihr wirklich mal einen epischen Boxkampf sehen wollt, der sogar Rocky Balboa alt aussehen lässt, dann schaut euch die Folge, ich glaube Kampf des Jahrhunderts heißt sie von mir, ich weiß jetzt die Nummer gerade nicht, schaut euch die Folge an. Was gibt's noch sonst zu erzählen? Jetzt hatte ich gerade vorhin so etwas. Ach, immer den Damen auf den Hintern schauen. Nein, 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 so nicht. Also, was wollte ich sonst noch sagen? Jetzt zu diesem Spiel. Ja, eben genau. Zum einen eben natürlich die Filmrollen und die Saves, aber dann gibt es natürlich noch andere Dinge, die ich euch noch zeigen wollte. Und zwar zum einen gibt es da noch einen Trick, wie man relativ früh im Spiel sehr viel Geld erwirtschaften kann. Das wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Da mache ich aber eine eigene Folge, eigene Bonusfolge. Und dann gibt es noch das mit den Geschäften. Auch das ist etwas, das ich eigentlich einblenden wollte, dann aber nicht eingeblendet habe. Und zwar, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, werde ich euch dazu kurz die Geschichte erzählen. Und zwar habe ich mal eine Aufstellung gemacht, also erstmal alle Geschäfte. Dann ab welcher Respektstufe man sie übernehmen kann. Zweitens, welche Geschäfte davon Hinterzimmergeschäfte haben, weil es gibt ja 84 Geschäfte und 56 davon haben Hinterzimmergeschäfte. Das heißt, 28 haben keine Hinterzimmergeschäfte. Auf jeden Fall die Hinterzimmergeschäfte, was für eine Sparte, sage ich jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, es ist. Und es ist ja so, dass ja, also eigentlich Spielhöllen und ja, Bordelle, die sind eigentlich wie, ja, neutral, also die haben keine ich sage jetzt mal Kette, aber dann gibt es noch andere Bereiche, eben zum Beispiel Geldfälscherei. Also Geldfälschung und Schmuggel von exotischen Autos und Waffenhandel und so weiter.
Und da ist es so, dass, aber ich glaube, das haben sie bei diesem Spiel, haben sie das nicht berücksichtigt. Ich weiß nicht, ob es in der Xbox oder in der PS3-Version berücksichtigt wurde. Ich weiß auf jeden Fall, dass es bei der Parte 2 eine Rolle spielen wird, dass wenn man eben so eine ganze Reihe, eben wenn zum Beispiel alle Geschäfte, die mit, sagen wir jetzt mal, Waffenhandel zu tun haben, dass man dann einen Bonus kriegt und so, aber bei diesem Spiel ist das, glaube ich, nicht so. Und es ist noch interessant, dass wenn man ja die LKWs übernimmt, oder? Das haben wir am Anfang vom Spiel gemacht. Dann folgt das auch irgendwie dem mit diesen ja, Geschäften. Und im Prinzip, es hat irgendwie nichts eigentlich groß mit dem Spielablauf zu tun. Aber ich werde es euch trotzdem noch kurz zeigen. Also, ich meine, zum einen seht ihr dann mal, ja, was die Hinterzimmergeschäfte, was die eigentlich, ja, für was die eigentlich tätig sind. Aber was eigentlich das fast noch Wichtige für euch ist, ist, dass erstens, ihr seht, ab welcher Respektstufe ihr welche Geschäfte einnehmen könnt. Und zweitens, ihr seht auch, welche Geschäfte ihr mit dem Trick einnehmen könnt. Und zwar eben, es gibt ja Geschäfte, wo ihr einfach direkt zum Hinterzimmer-Boss gehen könnt, den bestechen könnt und dann verlässt ihr das Gebäude, geht ein bisschen weg, kommt wieder zurück und dann ist das Geschäft eigentlich in Händen der Corleones und dann könnt ihr in aller Ruhe den Geschäftsbesitzer könnt ihr erpressen und habt keinen Stress mit der Bande. Aber es funktioniert eben nicht mit allen Geschäften. Vielleicht erinnern sich einige von euch, die mein Let's Play zu der Party gesehen haben, dass ich da bei den Cunios und auch bei den Basinis schon aufgelaufen bin. Es sind immer die Restaurants, wo wie Lou's Restaurant eigentlich sind. Dort kann man zwar nach oben gehen, aber dann plötzlich eröffnen die das Feuer auf einem und dann ist man sehr schnell erledigt. Genau. Aber jetzt muss ich noch 10 Minuten lang weitererzählen. Ja, na gut, was könnte ich noch sagen? Also, ich habe es einmal bei der Xbox 360 Version habe ich das mal gemacht. Ich habe einfach am Anfang einfach mal alle Filmrollen gesammelt. Und es hat funktioniert. Nur ich muss sagen, ich fand es ein bisschen lang. Weil es ist halt nicht wie bei GTA Vice City, wo man da irgendwie mit dem Motorrad oder mit dem Helikopter schnell von Päckchen zu Päckchen fliegen bzw. fahren kann. Sondern man muss hier wirklich, also ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass ich vor allem gegen Ende des Spiels immer wieder mal die Fahrtwege geschnitten habe, weil man fährt da wirklich schon zwischen den einzelnen Stadtteilen fährt man sehr lange, also vor allem auch vom Broadway von Nord nach Süd. Also es ist wirklich eine lange Strecke. Und ja, genau, jetzt kommt eigentlich die schwierigste Filmrolle, die 72 eben hier mit dem Basini am Basini-Anwesen. Das ist eigentlich die schwierigste Filmrolle. Aber ich fand sie jetzt bei der Xbox-Version, fand ich jetzt diese Filmrolle nicht so schwer zum Holen. Ich glaube, das lag daran, dass eben bei der Xbox und bei der PS3-Version, dass die Anwesen anders sind, also besser. Also sie sind ja hier sind sie eigentlich immer im Wesentlichen gleich die Anwesen, aber bei der Xbox und vor allem bei der PS3-Version sind ja die Anwesen ein bisschen differenzierter gestaltet, wie übrigens auch die Gesichter der einzelnen Gangster. Ja, genau. Und eben vom Ablauf her, also vielleicht habt ihr es gemerkt. Es gibt so einen kleinen Trick, also wie man sich eigentlich die Wege nach New Jersey, wie man die, ja, weil es ist für mich eigentlich der Weg nach New Jersey, es war eigentlich immer das längste, hatte ich den Eindruck, auch nach Hell's Kitchen und so. Und es gibt einen kleinen Trick, wie man sich diese Wege sparen kann, wenn man das Spiel auf 100% spielt. Und zwar gibt es ja Missionen, es sind, glaube ich, insgesamt zwei, wo man eigentlich an der genau gleichen Stelle eigentlich das Spiel beendet. Also zum Beispiel die Mission mit dem Solozzo. Man beginnt sie ja beim Anwesen der Corleones in Little Italy und dann fährt man nach Midtown, erledigt den Solozzo und dann geht man nach Hell's Kitchen, ganz, ganz im Nordwesten, wo der Michael Corleone dann auf das Schiff geht und dann ist man eigentlich dort an dieser Stelle. Und das zweite Mal, dass man an dieser Stelle ist, wo man mit dem Sonnys Krieg das Lagerhaus der Cunios dort übernimmt.
Und dort bei dieser Mission startet man dann auch in Midtown, oder? Also man ist eigentlich zweimal in dieser Stelle in Hell's Kitchen und von dort ist es eigentlich relativ nah. Erstens mal zum Trojaner da in der Kirche, der einem da die Mordaufträge für die Strakis gibt. Und zum anderen ist es relativ nah nach New Jersey zu fahren. Und eben wenn man so sich so die Gedanken macht und das ein bisschen berücksichtigt, dann kann man sich wirklich viele Fahrtwege sparen. Und eben, ich habe jetzt das Spiel, glaube in 24 Stunden. Ich glaube, das letzte Mal, als ich es gespielt habe, habe ich es auch in knapp 24 Stunden gespielt. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen eben effizient macht, schafft man das in 24. Also ich weiß nicht, es gibt sicher Leute, die das Spiel zu 100% oder 110% sogar im Speedrun, obwohl nein, Speedrun ist ja meistens nur Mission, das ist ja meistens nicht 100%, doch kann auch 100% sein, eben 110%, wie ich es ja hier gespielt habe. Glaube ich nicht, dass man das, also es kann natürlich schon sein, dass man das in weniger Zeit schafft, aber eben dann müsste man alle Zwischensequenzen skippen und dann müsste man stressen und ich weiß gar nicht, man dürfte auch gar nicht speichern und so. Also ich finde es ein bisschen, es ist nicht meins, sorry. Möchte niemanden negativ bewerten und so, aber es ist einfach nicht meins. So, und mittlerweile sind wir bei der Filmrolle Nummer 90. Es folgen jetzt noch ein paar in. Genau, das war die, wo ich dachte, sie sei auf der Veranda. Dabei war sie hinter einer kleinen Mauer. Dann 91, direkt vis-à-vis vom Highways Hotel von den Strakis. Genau. Und dann noch die Nummer 92, die befindet sich direkt, wenn man von Süden nach New Jersey hineinfährt. Hier hat sich die Frau noch erschrocken. Wegen der Filmrolle, weil die Filmrolle sieht ja sehr beängstigend aus, oder muss man schon sagen. Dann die Nummer 93 war ja bei der Drehscheibe, wo ich ja immer, ich habe ganz klein hinten, sieht man sie, weil ich dachte, das sei das Lagerhaus, dabei war es die Drehscheibe der Strakis. Nummer 94 direkt auf der Treppe beim Eingang zum Polizeirevier. Und jetzt gehen wir zurück nach Little Italy. Und ja, jetzt nehmen wir uns die Nummer 95 und die Nummer 96 vor. Die Nummer 95 befindet sich zwischen zwei ja, brennenden Fässern, die man in die Luft sprengen muss, obwohl ich habe es auch einmal ohne geschafft. Ich weiß auch nicht warum. Die Filmrolle zu holen und dann die Nummer 96 dann im Lager, Entschuldigung, im Lagerhausareal selber. Die Nummer 97 eben in dem sehr mysteriösen Gebäude, wo man nur reinkommt, wenn man das Fenster zerschießt. Unglaublich, was der Architekt sich dabei gedacht hat. Dann die Nummer 98 in der Drehscheibe der Tartaglias, eigentlich auch nichts Verrücktes, hätte ich eigentlich auch früher holen können, ist von daher nicht so schwer, aber es hat nicht so in mein Konzept gepasst. Und jetzt eben die beiden neben dem Basini-Anwesen schwersten Filmrollen ja, abzuholen quasi. Die Nummer 99 geht ja eigentlich noch, die ist noch ziemlich am Rand, aber dann die Nummer 100, die letzte Filmrolle wirklich in der Ecke beim Lagerhausareal. So, und damit sind wir am Ende angelangt. Tschüss! Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!